Ach, oje. Na, was haben wir denn hier? Tja, sieht tot aus. Ja, ziemlich tot. Könnte eine Leiche sein. Oh Mann, ich habe mir meinen Donnerstagmorgen echt anders vorgestellt. Und das am Freitag. Naja, genau, ja. Vor dem Wochenende auf jeden Fall. Echt zu kotzen. Tja, was ist denen wohl zugestoßen? Tja, das gilt's herauszufinden. Eine Idee? Anhaltspunkte? Tja, Prellungen. Wahrscheinlich innere Blutungen und was ist das denn? Ein Zettel. Aha. Schauen wir uns das mal an. Ja. Da stehen Zahlen drauf. Interessant. 41 sind komplexe mathematische Gleichungen. Gleichungen? Das sind Kommazahlen, oder? Ja, ich war noch nie gut in Mathe. 41. Schau dir das mal an. Die 42 müsste eigentlich kommen, aber die fehlt. Ja, interessant. Eine Lücke. Wo ist die 42? Ja, wo ist die 42? Eine gute Frage. Keine Ahnung. Okay, fahren wir ins Department. Oder auch Apartment. 41, genau. Drei Viertel. Fahren wir ins Apartment. Auf zum Batmobil. Was hat die Folge 41 3 Viertel vor der 42 zu suchen? Das gilt's herauszufinden. Ha, was haben die Hörer gesagt? Sie haben auf eine neue Folge gewartet. Ja, klingt nach einem Haufen Verrückter. Wir sollten wachsam bleiben. Ja, genau. 3, 2, 1, tada! Tüdelü. Tja. Tja, und jetzt die große Preisfrage. Eines der beiden Stücke, die ihr jetzt gehört habt, war eine kleine Kostprobe abgewandelter Art aus unserem neuesten Schaffensdunstkreis. Und das andere war aus dem Saarbrücker Tatort. Oder so, ja, genau. Ja, und dann sind wir schon mitten im Thema, nämlich heute Folge 41, 3 Viertel. Nein, es gibt noch nicht die 42, weil... Ja, weil wir haben einfach so viel. Ihr müsst ja verstehen, wir als Personen des öffentlichen Lebens, im Kleinen natürlich, im Saarland. Ja. Denn Großes steht immer im Kleinen. Ein bisschen drumherum. Haben ja auch immer viel am Hut. Da kommen Anfragen rein, ne? Da kommt ja. Hier was, da kommt da was, da nochmal ein Interview. Ja. Und manchmal kommen auch Filmemacher. Schöne Grüße an Thomas, die sagen, hey, ich drehe hier gerade einen Streifen, wie wär's? Und da muss man da vielleicht auch mal mitmachen, ne? Ja, gut, deswegen muss die Folge 42 nochmal ein bisschen verschoben werden. Ja. Und jetzt ist die 41 3/4 am Start. Ja, wobei die Story ist ja jetzt nicht ganz so, wie du sie jetzt erzählt hast. Die Story ist ja eher, da kommen wir zwei zu unserem Filmemacher und sagen, pass mal auf, wir haben da die Idee für einen Film. Dreh das mal mit uns. Aber wir wollen auch selber mitspielen. Genau, ja. Ja, wobei das war ja Thomas' Idee. Also der hat ja gesagt, dass die Rollen des Rocco Schellenberg und des Konrad Sturm, die beiden Ermittler in unserem noch nicht fertig gedrehten, aber mit dem Dreh begonnenen Film Mystery Thriller Ruhelos, dass das ja wirklich sehr gut zu uns passen würde. Genau, und damit hast du ja schon eine perfekte Einleitung geliefert. Ja. Ein Mystery Thriller. Ja. Der heißt Ruhelos und der ist jetzt, wir können ja jetzt auch ein bisschen offener darüber sprechen, ja? Ja. In noch ein, zwei Wochen, dann sitzen wir auch in der NDR Talkshow oder im Kölner Treff und reden darüber. Und deswegen, weil es jetzt in der Mache ist und die Gelder sind alle geflossen, ne? Die Sponsoren stehen parat, die Producer und alles, was man so braucht, läuft. Und deswegen dachte ich, reden wir mal darüber, dachten wir. Und wir haben ja so ein Foto rausgeschossen vom Set des ersten Drehtags. Ja, vom zweiten Set. Diese Woche, vor ein paar Tagen. Ja. Und das hat aber viel Reichweite erzeugt. Ja, viele von euch haben da drauf geklickt oder auch auf Like geklickt. Dafür danke. Und da haben wir gedacht, okay, vielleicht besteht da ein kleines, klitzekleines Interesse auch mal davon, was
Zu hören. Ansonsten sammeln wir natürlich noch weiter Fragen von euch. Also wir haben ja schon sehr viele erhalten, nicht nur über YouTube, sondern halt auch auf anderen Kanälen. Und da dürft ihr gerne noch ein, zwei weitere Fragen stellen. Ich hatte schon einen sehr schönen Hinweis aufs Getränk des Tages für die Folge 42 bekommen. Da bin ich auch schon fleißig an der Recherche. Wobei das natürlich nur was wäre, wenn Phil auch da mittrinken müsste. Da müssen wir auch gucken, wie man das Gedeichste bekomme. Oh je. Oh je, genau. Wieder, ich werde schon wieder mitgefoltert dann wahrscheinlich. Ja. Und nee, aber deswegen haben wir gesagt, letzten Montag, also vor vier Tagen jetzt, wir haben heute 25. Februar, war unser erster Drehtag und es hat mega Spaß gemacht. Es war echt sehr, sehr witzig. An zwei Locations haben wir gedreht gehabt, also morgens nur Thomas und ich quasi für ein paar Szenen von Schellenberg quasi zu Hause. Und dann haben wir in Hasel noch die Szenen in Hecklers Anwesen gedreht. Und dazu ein ganz großes Zitat, du kannst gleich sagen, wer es gesagt hat. Da leite ich nämlich gerade zum Getränk des Tages über, wenn es recht ist. Nämlich, Moment. Okay. Probieren Sie. Die Kombination aus Anis und Fenchel, ein purer Genuss. Ja, ich dachte, das Zitat wäre einfach nur. So, aber das spoilern wir schon wieder fast zu viel. Ja. Den Film werdet ihr ja irgendwann hoffentlich auch zu sehen kriegen und dann werdet ihr auch alles verstehen, was wir hier gerade so an kleinen Insidern bringen. Ja, genau. Das ist quasi die Folge, das ist quasi die Antwort auf alle Fragen jenseits der Folge 42. Die kommt dann, wenn der Film draußen ist. Ja, in zwei Wochen ist, es sind nur anderthalb Wochen bis zur großen Drehwoche, ne? Kurz hinbei, ja. Und dann soll der fertig sein. Also, ja. Die Drehs abgeschlossen sein. Ja. Du wolltest sagen? Ganz kurzer Callback nochmal zurück. Also, wir haben ja für die Folge 42, die ja jetzt eigentlich kommen sollte, die kommt jetzt erst nochmal eine Folge später, bei euch angefragt. Wir wollen all eure Fragen beantworten. Wir wollen sie liefern. Die Antwort auf alles, also die Antworten auf alles, egal was ihr fragen wollt, muss auch gar nichts mit dem Podcast zu tun haben oder uns. Wir werden das alles beantworten in Folge 42, ne? Und deswegen habt ihr also nochmal verlängerte Frist. Genau, nicht, weil wir zu wenig Fragen schon bekommen hätten. Also André hat schon gesagt, wir haben ja schon viele Fragen von euch und wir haben nämlich so ungefähr die Menge erreicht, wo ich sagen würde, es passt ja super jetzt. Ja. Und wo André gleichzeitig sagt, ja, da geht aber noch so einiges. Aber. Ja. weil wir im Club der anonymen Megalomanen haben gesagt, da muss noch mehr kommen. Aber du bist mir immer die Antwort schuldig. Von wem ist das Zitat zum Getränk des Tages? Ihr Heckler. Ah, ja, gut, aber ja, dem Heckler, genau. Also der Heckler. Der Heckler, ja. Nicht der Heckler-Bruder. Nicht der Heckler-Bruder. Ja. So, fiese, ominöse, komische Gestalten. Spielen natürlich mit in dem Film, ja. Den wir gerade, wo wir gerade auch mit von der Partie sind, ja. In den Dreharbeiten. Ja. Wir können dann vielleicht doch noch ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern, gerade wenn wir in den Dreharbeiten sind, bevor wir dann zu einem anderen Thema kommen, weil wir haben uns ja darüber unterhalten, also für all die es nicht gerafft haben, das Getränk des Tages ist Fenchel-Anis-Tee. Fenchel-Anis-Kümmel, oh, so viel Zeit muss sein. Ja, ich habe die dritte Komponente jetzt hier vergessen, weil in dem Text steht ja nur Fenchel und Anis, aber richtig, ja. Denn wir haben uns ja dann am Montagabend noch ganz kurz in der quasi Leitwolf-internen Review des Tages ja darüber unterhalten, dass das Filmschauspielen doch was ganz anderes ist als das Theaterschauspielen. Ja. Ja. So, Herr. Ja, ja. So, Herr Sturm, warum? Also, wo fängt man da an? es ist grundlegend. Erstmal denkt man, geht es um ziemlich die gleiche Sache. Man nimmt eine Rolle ein, man hat Text für die Rolle. Dieser Text, den will man drauf haben, den will man dann für seinen Einsatz auch passend sprechen und so weiter. Oh, da also muss ich mich gleich an was erinnern, da habe ich ja es wirkt so, als wäre es das Gleiche. Ne? Tödliche Pfeile von Thomas ja schon letztens erhalten, also mach mal weiter. Okay, so, und wir kommen ja vom Theater eher, ihr wisst ja, dass wir neben unseren Hauptfächern, also denen, die wir studiert haben, eifrig, ne? Ja, mit heißem Bemühen.
mit heißem Bemühen, leider auch Theologie. Nee, wir sind keine Religion. Aber wir könnten es machen, ne? Und Juristerei auch noch. Genau. Und BWL, weil das kann ja jeder. Ja, oh, gut, stimmt halt. Und zwar, also, wo wollte ich hin? Ja, auch noch ein darstellendes Spiel, also das Theaterschulfach in Anführungszeichen zu sagen, unterrichten und eine Theater-AG haben und so weiter und so weiter. So kommen wir ja vom Theater, vom Bühnenschauspiel-Business und jetzt zum ersten Mal so richtig ins Filmschauspiel-Business. Ja. Und hier ist ja im Gegensatz zur Bühne eher so, nee, scheiße, mach nochmal, ne? Ja. Nee, scheiße, mach nochmal. Oder, oh, Text vergessen, nochmal. Oh, hier hätte ich was sagen müssen. Ah ja, okay, nochmal. Oder, ah, das schneiden wir nachher. Ah, das schneiden wir nachher. Da, 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 da. Ja. Und so. Und beim Theater ist es ja eher so, nein, mehr Pathos. Ich will dich so und so sehen. Und überhaupt ist beim Theater ja auch so, dann, wenn es um die Wurst geht, dann muss es passen. Genau. Und wenn da ein Fehler passiert, dann passiert er halt. Und man muss irgendwie überspielen, wie auch immer. Beim Film ist es hingegen so, da wird ja das alles passend gemacht. Ne? Ja, was nicht passt, und wird auch, passend gemacht, genau. Genau, beim Film gibt es die Postproduktion, die dafür sorgt, dass dann wirklich alles perfekt ist. Und beim Theater gibt es ja quasi nur die Generalprobe, wo man hoffen muss, dass da alles perfekt ist. Ja, wobei, nee, dass da nach der Generalprobe alles perfekt ist. Weil die Generalprobe ist ja dann der Durchlauf, wo im Regelfall ja so ein Stück erstmals unter mehr oder minder realen Bedingungen dann gespielt wird. Das heißt also mit den vollständigen Kostümen, mit dem Ablauf, wie es in der Vorführung sein soll, was man alles in Proben ja nett hat. Ne? In den ersten Proben spielt man auch ohne große Kostüme, einfach um die Sachen auch nicht kaputt zu machen, gegebenenfalls ohne große Requisiten. Ne, das kommt ja erst in der Generalprobe eigentlich dann alles zum Tragen, so an einem Strang, ohne Unterbrechung, wie es halt in der Vorführung wäre. Und das hat mich ja bei der Vorstellung, also wir haben ja vor 3 Wochen haben wir ja quasi die Take-Off-Veranstaltung, um das Neudeutsch zu formulieren, also die quasi die Vorstellungs- und Startveranstaltung für die Medienwölfe, die Theatergeschichte dieses Jahr und den Ruhelos-Film ja in der Schule gestartet. Und da habe ich mich ja zu dem Satz verleiten lassen, der mal von Thomas, der Gott sei Dank am Ende des Raumes stand, böse Blicke gebracht hat, sonst hätte ich wahrscheinlich irgendein Messer im Rücken gehabt oder irgendwas, dass ich gesagt habe, ja gut, eigentlich einen Text machen euch da mal kein Kopf, das ist ja... Es ist ja nur Film, ne? Das geht ja viel einfacher. Ja, bei Film ist das ja. Das geht ja viel einfacher als im Theater. Wobei natürlich das richtig war, immer noch. Aber wir haben ja beide dann festgestellt, wir haben ein anderes Problem gehabt. Nicht jetzt die Tatsache, dass man quasi alles noch wiederholen kann, ist das Problem. Sondern wir haben jetzt zum Beispiel am Montag für Szene 3 gedreht und für Szene 15 und 16. Ja, das sagt natürlich jetzt nur denjenigen was, die das Drehbuch kennen, aber man kann damit ermessen, zwischen 1 und 3 ist eine Pause und zwischen 3 und 15 ist eine Pause. Ja? Das heißt also, irgendwas fehlt da noch, sowohl vorher als auch mittendrin und eventuell was nachher. Und während ja im Theater der Vorhang fällt und du dann in deiner Rolle ab dem Zeitpunkt ja bist. Ja, ja, klar, genau. Also ne, der Vorhang fällt, der Vorhang geht auf und dann bist du in deiner Rolle drin, bis der Vorhang fällt, so wollte ich sagen. Ist das im Film jetzt so? Wir mussten quasi mehr oder weniger aus nichts dann in die Rolle reinfinden und zwar zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade spielen. Und da haben wir uns ja drüber unterhalten, dass das durchaus gedauert hat, ne, da reinzukommen. Ja, ja, klar, du hüpfst auch immer wieder so rein dann in die Rolle. Ja. Und dann ist ja kurz wieder Stopp und dann... Weil dann dreht man es ja aus verschiedenen Kamerawinkeln nochmal, dann macht man nochmal hier irgendein anderes Schussverfahren oder so und dann bist du immer wieder raus und springst aber wieder rein. Oder zwischendrin wird nochmal was erklärt oder so, nee, ah, das hier klappt ja gar nicht, dann muss ich ja so laufen, damit ich nicht das im Bild verdecke, wenn ich da und so weiter. Und dann aus dieser musst du wieder in der nächsten Sekunde, wenn es wieder heißt, okay, Kamera läuft, ne, Action, musst du wieder einfach zurück in deine Rolle springen. Und klar, da ist natürlich beim Theater, kannst du wirklich sagen, ich bin jetzt in meiner Rolle durch, ne? Oder hab vielleicht mal hier und da eine Pause, aber nicht so dieses Hin- und Herspringen auch, ne? Ja, also vor allem, wenn die Figur eine Entwicklung mitmacht oder irgendwie Änderungen ja hat, ne, ist das im Theater im Regelfall ja chronologisch. Wobei, auch wenn die Vorführung rein theoretisch unchronologisch wäre, ne? Also modernes Theater quasi. Dann hat man trotzdem, weiß man ja, wie die Logline quasi seiner Figur ist, ne? Und spielt das trotzdem in einem durch, ne? Und so ist es ja so, ja,
Also das, also ich habe mir damit ein bisschen schwer getan, da reinzukommen. Ich habe mich nachher, also bei unserer Autoszene merkt man es, glaube ich, am meisten, ne? Wo wir uns da gegenseitig noch Tipps geben mussten, wie wir überhaupt in die Rolle kommen. Ne? Nach dem Motto, ja, wir sind jetzt vorgefahren, ne? Du musst eigentlich jetzt nochmal bremsen, ne? Du musst jetzt die Handbremse anziehen, ne? Und dann, ne? Und als man dann gefühlt zum 84. Mal die Szene am Teetisch gedreht haben, da war ich endlich so weit, dass ich sagen kann, okay, jetzt bin ich, glaube ich, im Modus, dann waren wir fertig. Ja, dann waren wir für den Tag fertig. Ja. Ja, also das ist unser erster Drehtag, genau, ne, da haben wir, im Prinzip ist das ein Tag, das war kein ganzer Tag, aber so ein halber Tag oder so geht da drauf für so drei Szenen, die auch alle insgesamt nachher wahrscheinlich nur ein paar Minuten oder so dauern. So, aber da, dass ihr mal eine Vorstellung kriegt, ne, ja. Wie das so aussieht. Aber Fun Fact übrigens bei dieser Autoszene, ne, ihr kennt ja auch so die typischen Szenen wahrscheinlich beim Krimi oder Thriller oder so, wenn dann das Auto, der Dienstwagen oder so vorfährt, ne, das erzählt man ja gerne auch, ne, weil man will gerne zeigen, wie das Auto vorfährt und dann die Kommissare da aussteigen oder so und dann, aha, wo sind wir denn hier, aha, okay, und jetzt gehen wir mal da rein und dann reden wir mal mit dem Tatverdächtigen, irgendwie so, denke ich zumindest, dass das deutsche Krimifilm immer gern so auch erzählen wollen, ne, und so haben wir das auch so ein bisschen so zumindest gemacht und beim ersten Schuss, also bei der ersten Einstellung bin ich dann wirklich so gefahren, so mit 0,5 km/h und dann so, ich glaube, ich fahre noch ein Stückchen weiter. Noch ein bisschen. Und dann so, denk dran, du bremst ja. Jetzt musst du das ja auch spielen, dass du bremst. Und hab mich dann aber so nach vorne geworfen, so, oh, muss mich am Lenker mit beiden Händen festhalten, weil ich ja von dieser interstellaren Geschwindigkeit dann gebremst habe. Und dann kommt Thomas, der, unser lieber Filmemacherfreund, ans Fenster, klopft, Fenster runter. Du könntest schon ein bisschen schneller fahren. Oh ja, natürlich. Ja, klar. Nochmal. So, okay, nur so viel dazu. Das ist ja unser erster Drehtag und von dem stammt auch dieses Foto, was einige von euch ja dann gesehen haben. Ja, Kaffeepause. Ja. Richtig, da gab es Kaffeepause. Ich habe die genutzt, um Leute zu nerven mit Fotos und anderen Dingen. Aber die Figuren, die wir sind, die stammen quasi ursprünglich aus der Feder eines gewissen Herrn André Woll. Denn der hat ja die Geschichte geschrieben zu diesem Thriller Ruhelos. Und was sind denn das jetzt für Typen, die wir hier spielen, André? Zwei Kommissare haben wir schon verraten. Ja, zunächst mal habe ich die Geschichte damals nicht ganz alleine geschrieben. Wir hatten das als Abi-Film geplant gehabt. Und die Grundidee stammte von mir. Wir haben dann aber so kleine Taskforce gebildet. Und vor allem mein Freund Steven Becker damals noch, mittlerweile Herbert, der hat das mit mir federführend zusammen getippt. Und mir waren auch die beiden Kommissare dann. Nämlich der Rocco Schellenberg, den kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Agent Mulder aus Akte X. Also der ist so für das Paranormale affin, ne? Ist aber trotzdem jetzt hier bei der Bundesbehörde gelandet, quasi, die halt ja schwer erklärbare Fälle, also ähnlich wie die X-Akten bei Akte X halt, untersucht und hat da einen, tja, etwas naturwissenschaftlerisch angehauchten Kollegen, nämlich den Konrad Sturm zur Seite, der seines Zeichens Physikdoktor ist und das Ganze halt eher ein bisschen nüchterner betrachtet und hinter allem natürlich sagt, nein, es gibt dafür eine natürliche Erklärung. Ne? Während der Rocco Schellenberg sagt, hallo, da ist Geisterhand am Werk oder sonst irgendwas. Ne? Wir müssen, es gibt Dinge, die, ne, die zwischen Himmel und Erde irgendwie anders laufe. Genau, also so sind die beiden. Und die beiden können sich aber trotzdem sehr gut verstehen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt da, also sie zoffen sich eigentlich immer, ne? Aber nur halt um diese Frage paranormal oder normal und necken sich halt damit auch, wenn der eine mal im Hintertreffen ist oder der andere bei irgendwelchen Szenen. Und ansonsten sind die aber quasi auch ein richtiges Ermittler-Duo, Profis halt, die halt dann dynamisches auch, Duo. Genau, die halt auch gemeinsam halt die Fälle auch lösen. Ne? Genau, also das. Ja, und die, aber zoffen wir uns irgendwo mal richtig in der Story? Wie gesagt, es geht über Neckerei jetzt nicht unbedingt hinaus. Ne? Jeder zieht einen anderen immer auf mit seiner, also der Schellenberg wird immer aufgezogen halt mit der Poltergeist-Geschichte, ne? Und mit der Hexe, ne?
oder sowas und der Schelm und mit seinen Ahnungen, die er angeblich hat, ne? Aber dann trifft er ja hier und da mal ein Schwarze mit den Ahnungen, auch zum Beispiel, dass dieser Fall, dem sie dann nachgehen, ja, es doch wert war, dass man in das malerische Homburg fährt, um dort einer mysteriösen Mordserie auf den Grund zu gehen. Ja, und, aber das schreit nach einer Fortsetzung, ne? Wenn der da um die beiden Charaktere noch weiter und ihre Ecken und Kanten erzählen zu können. Ja, ja, also das hat ja auch Auswirkungen dahingehend, dass wir auch schon gesagt haben, dass wir da auch weiter dran arbeiten möchten, ja, richtig. Weil die beiden geben halt schon ein bisschen was her, finde ich, als Ermittlerduo und es finden sich bestimmt genug paranormale Aktivitäten, die man in Deutschland oder der EU mal untersuchen müsste. Jo. Also all die Sachen, die John Sinclair nicht aufgedeckt hat, ja. Ja, ja, das war's, also ein bisschen was hier und da hat er nochmal liegen lassen, ne, der John. Ja, ja. Aber im Gegensatz zu Mulder und Scully ist es bei Schellenberg und Sturm so ein bisschen so, wir haben ja eben schon drüber geredet, das ist natürlich eher so im Kleinen, die kleinere Form davon. Auch hier ist es dann nicht so, dass dann das FBI oder irgendeine Bundes-sonst-was-Behörde kommt und sagt, und dann kriegst du so einen Aktenkoffer und dann ist du da und, ne, und dann sind da Fotos und andere Dokumente drin und dann aha, aha. Sondern hier ist es doch eher so, Tageszeitung, ho, was ist denn da in Homburg los? Ja, da fahren wir jetzt mal hin. Also das ist richtig, der Unterschied zwischen dem Fall, den Schellenberg und Sturm jetzt hier in Homburg untersuche und dem, was jetzt Mulder und Scully zum Beispiel bei den X-Akten mache, ist jetzt, dass sie jetzt nicht auf den Fall quasi gestupst werden vom BKA, ne? Oder vom BND, sondern dass in dem Fall, sie haben eigentlich beide Urlaub, und Schellenberg findet in der Zeitung halt einen Artikel, der sein Interesse weckt. Und sie haben also gewisse Freiheiten bei ihren Ermittlungen von ihrer Behörde. Und das führt im Endeffekt ja auch dazu, dass sie hier der Sache nachgehen, mehr oder weniger auf eigene Faust. Und ja, gut, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern. Nee, wollen wir nicht. Aber ihr habt jetzt schon Homburg gehört. Das führt uns also auch an unsere Schule, ne? Oh. Das dürfen wir ja auch schon sagen. Und auf wie schön, wenn wir sowas dann auch als Arbeit bezeichnen können, um es vor allen möglichen Leuten so zu rechtfertigen. Nee, das ist ja Arbeit, das ist ein Schulprojekt, ja. Ja. Und so sind wir dann auch dann mehr oder weniger zu unserem Schulleiter mal gegangen und haben gesagt, Chef, wir wollen hier einen Film drehen. Können wir hier einen Film an der Schule drehen? So, nein, was wollen Sie denn? Sie können ja keinen Film drehen. Was fällt Ihnen denn ein? Ist aber so ein Schulprojekt, können wir da so Medien-AG und so machen. Oh, ich bin ganz Ohr. Also ist jetzt und, ja, in meiner Geschichte war das so, als wir beim Chef waren. Nee, also man muss da ja wirklich sagen, wir sind ja beim Chef da wirklich offene Türen eingerannt. Wir haben ja da, man kann ja fast schon sagen, wir haben völlige Narrenfreiheit, was das Projekt anbelangt. Nee, also da haben wir wirklich alle Mittel auch zugesichert bekommen, die man brauche. Ne? Deswegen ist Thomas bei uns nochmal in der Schule. Wir haben ja quasi auch vom Ministerium so einen Topf angezapft für die Medienprojekte. Und da ist ja vieles am Laufen. Ne? Also YouTube-Kanal der Schule ist in den Startlöchern. Wir haben da erste Sachen gedreht. Jetzt der Film nimmt richtig Fahrt auf. Und ja, genau. Und halt noch dann die Theater-AG, die ja auch noch läuft. Da kannst du vielleicht auch kurz was zu sagen. Das ist ja eher jetzt so dein Projekt, dass du ja, da den habe ich mir unter den Nagel gerissen. Ja, man muss da sagen, ja, ich habe eben schon kurz erwähnt, Ruhelos war ja 20 Jahre alt schon. Wir haben das damals ungefähr zu, naja, sagen wir mal, 3/4 ungefähr gefilmt gehabt. Dann kam das Abi dazwischen und dann sind auch die Aufnahmen verloren gegangen. Also Thomas und ich hatte da schon ein bisschen Arbeit gehabt, das Ganze halt zu aktualisieren, ne? Auch ein bisschen umzuschreiben, damit es ein bisschen besser passt auch. Von der Story her ist zwar im Grundzug vieles gleich oder ähnlich, aber es ist eigentlich trotzdem nicht vergleichbar mit dem, was wir da vor 20 Jahren geschrieben haben. Außer Schellenberg und Sturm, die bleiben. Und die Konstellation, dass eine Schülergruppe denen hilft, das bleibt. Aber sonst hat sich sehr viel gewandelt. Ja.
Ja, und für die Schülergruppe brauchen wir Schüler und deswegen werden natürlich die Hauptakteure im Film auch Schüler sein, ne? Und das ist der Thriller. Ruhelos. Ja. In der Theater AG hingegen ist es so, dass wir wohl hoffentlich Ende Mai zum ersten Mal seit unseren Werwölfen, die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, auf die Bühne können mit einem neuen Stück. Und das hat im Moment noch den Arbeitstitel eingesperrt. Und ja, da geht es darum, dass Menschen vielleicht eingesperrt werden. Aber ich glaube, hier darf man wirklich gar nicht so viel spoilern. Ne? Nee, ich glaube nicht. Aber ich sage mal so, ich spoilere schon mal so ein bisschen so, was passiert mit Menschen, wie entwickeln sich Menschen, die quasi mit anderen Menschen, die sie noch nicht kennen, sage ich mal, zusammengeworfen werden. Und auch der Titel verrät es ja schon, in irgendeiner Art und Weise vielleicht eingesperrt. Ja. Miteinander klarkommen müssen. Und ja, das ist aber nur ganz grober Impuls, so der schon ein bisschen so die Richtung vorgibt. Und ja, auch der liebe André und ich wurden wieder von Theater AG Teilnehmerinnen und Teilnehmern genötigt, doch auch bitte mitzuspielen. Deswegen werden wir das natürlich auch wieder tun. Ja. Aber diesmal bisschen. Aber als was, ne? Bin ich diesmal der Baum? Ist André diesmal die Wolke? Tja. Oder die dann Sonne. Dann muss ich die Wolke nämlich nicht malen. Die Sonne. Ja, das werdet ihr dann sehen, falls ihr Bock habt. Also vielleicht vormerken, Ende Mai, also ich glaube 20. Mai wäre auf jeden Fall Samstag, oder? Ist das ein Samstag? Ja. Wäre wohl die Premiere, wenn alles klappt. Ne? Ja, vielleicht. So ja. Corona will. Dann sieht es aber eigentlich gut aus, ne? Momentan sieht es ganz gut aus. Ich würde auch mal sagen, jetzt, da Putin ja auch Corona aus den Nachrichten vertrieben hat, glaube ich, fallen auch Putin, bald... Putin vertreibt leider gerade so einiges von irgendwo das, weg, ne? Das ist richtig, ja. Von daher denke ich, dass Corona das nicht nochmal diese besetzten, russisch besetzten Gebiete nicht nochmal zurückerobern wird. Und ich hoffe, dass das bald ein Ende hat, dieses Elend. Ja, am besten beides, ne? Am besten Putin beides, Corona. Ja. Genau. Gut, so viel zu unserer Schauspielkarriere. Wie kommen wir jetzt von Schauspielkarriere zu unserem Thema des Tages? Nee, Quatsch. zu Thrillern. Was, bist du ein Thriller oder Krimi, Kriminal-Gucker-Mensch? Eigentlich nicht. aber generell nicht oder ist dann schon so was weiß ich so ein Amerikaner hier wenn da Tom Hanks da mit am Start ist oder hier so ein Shutter Island oder so, ne, dann schon oder auch nicht? Schwierig. Also jetzt zuerst mal als Filmgenre oder halt auch als Romangenre. Machen wir zuerst, weil da würde ich nochmal differenzieren. Okay, dann differenzieren wir. Es folgt eine Differenzierung. Okay, also filmtechnisch, also da mache ich das nicht von Schauspielern abhängig. Also ich habe noch nie, glaube ich, einen Film geguckt wegen eines Schauspielers oder einer Schauspielerin eigentlich. Das ist für mich, also die Story ist relevant, beziehungsweise halt, um was es eigentlich in der Geschichte halt an sich gehen soll. Ne? Da kann ich mir natürlich auch an ein Beispiel erinnern, wo es um etwas gehen sollte und der Film dann im Endeffekt scheiße war. Aber nee, das ist nicht so mein Genre, weil ich glaube, selbst die Straßen von New York sind nicht immer so gefährlich, wie es da dargestellt wird. Ne? Und das ist halt das, was, also die Realitätsferne dieser Krimis und Thriller, das ist das, was mich eigentlich am meisten da irgendwie so ein bisschen abfuckt. Weil die immer so machen, als wäre es halt quasi total authentisch und richtig, richtig am Start. Das genau so ist es, ne? Und es ist halt nur so bedingte Scheinwirklichkeit, ne? Wenn ich jetzt Mystery Thriller mal angucke, dann gehe ich ja von, dann weiß ich ja, das hat was Mystery-mäßiges, dann akzeptiere ich das. Ne? Wenn ich Horrorfilme gucke, akzeptiere ich das, dass das übernatürliche Sachen sind und dass die halt jetzt nicht mir suggerieren wollen, ja, genau so ist das in Berlin jetzt nachts, ne? Oder genau so ist das in Chicago. Und ich sag mal, so viele Serienkiller, die sagen wir mal, monatlich in irgendwelchen Filmen auftreten, gibt es Gott sei Dank in der ganzen Menschheitsgeschichte, glaube ich, nicht generell. Natürlich gibt es da auch gute Sachen, also 7 zum Beispiel,
Ja, Klassiker. Ist super, ne? Schweigelemma, super, ist gut, ne? Aber dann hat es für mich auch schon so Punkte erreicht, wo ich denke, ja, okay, ein-, zweimal kann ich mal sowas geben, ne? Aber warum muss ich mir das dann das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte morgen, ne? Wenn die Story vom Prinzip her, ja, eigentlich nur darin variiert, wie viel Leute der Serienkiller wie umbringt, ne? Okay, also bei, da muss man aber natürlich jetzt auch der Fairness halber sagen, der 738. Vampir oder Horror oder ähnlich, auch in den letzten Jahren ja sehr gehypt, Spukhaus oder Erscheinungs- oder Paranormal irgendwas Film, die wollen ja auch immer ihre Daseinsberechtigung haben. Oder es kommt immer noch mal ein Regisseur mit einer neuen Idee um die Ecke, die doch nicht ganz so neu ist, aber doch irgendwie ein bisschen was anders macht und dann auch wieder produziert wird. Ja. Ne? Ich denke mal, so geht es ja allen Themen, allen Genres mehr oder weniger. Ja, auch nächstes Jahr wollen wir will das Kino auch wieder gefüttert werden mit irgendwelchen Adam Sandler, was weiß ich, wird von seiner Frau betrogen, um dann die richtige Frau zu finden, aber dabei noch ganz viel Klamauk-Comedy macht und so. Ja, Film. Genau. Ja. Ja, wird ja auch wieder gebraucht. Ja. Oder wenn es nicht Adam Sandler ist, dann mit, keine Ahnung wem. Danny DeVito. Aber Kerkeling. Nee, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mein Hauptproblem damit. Und die deutschen Krimis, die, ja, also Deutschland ist halt nun mal nicht so, ne? Es ist halt nicht so gefährlich. Nee, ja, erstens das und ich habe ja schon oft drüber geredet und so bei deutschen Krimi-Filmen, auch wenn es jetzt in die Thriller-Richtung geht, die können es einfach nicht. Also es ist einfach das, so. Nein. Die Dialoge sind einfach so. Und zwar die Dialoge, wann immer ich mal reinseppe, das muss auch kein Tatort sein, das kann auch sonst irgend so ein Krimi-Gedöns sein, was auf ZDF oder ARD läuft. Die Dialoge sind immer so, das hört man richtig raus, wie sich irgendjemand bei den Öffentlich-Rechtlichen vorstellt, dass es ist, dass so der Drogendude in Berlin oder in Hamburg reden würde. Ja. Und so genau so hören die sich halt auch an. Ja, Und als ob das nicht schon furchtbar genug wäre, kommen noch genug andere Sachen dazu. Ne? Es ist immer dieses dröge, graue, immer, da kommt der komische, genervte Kommissar und sein komischer, genervter Kollege oder die Kollegin an und ja. Oh, es ist irgendwie ich habe da keine Lust weiter zu gucken. Also ja, wobei. Ich kann nicht nachvollziehen, dass es so erfolgreich ist, aber gut, die Deutschen wollen das scheinbar. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich wollen sie das, die Deutschen. Ich kann davor nur warnen. Also ich muss sagen, positiver deutscher Krimi, wobei im Endeffekt natürlich klar nochmal sehr dick aufgetragen, ne, von dem, um was es da so geht. Und dann bin ich natürlich nochmal bei meiner Kritik von eben. War ein Tipp einer ehemaligen Schülerin von uns, von der Tamara Tennigkeit. Die hat nämlich Sörensen hat Angst vorgeschlagen, dass ich den mal gucken sollte. Irgendwann, ich weiß gar nicht, vor 4, 5 Monaten. Und auf jeden Fall habe ich den mittlerweile geguckt. Und der war echt nicht schlecht. Ne? Aber wie gesagt, ich fand auch nur die Story trotzdem ein bisschen zu dick aufgetragen. Wobei der gerade von den Dialogen her richtig gut war. Ne? Den kann ich also zum Beispiel als deutschen Krimi-Fernsehfilm halt echt empfehle. Und natürlich, was ich definitiv empfehlen kann, ist Untertannen als deutscher Krimi, der wirklich richtig gut ist. Ne? Aber weil ist er halt aber auch mit so ein paar Sachen einfach bricht. Ne? Oder ist Untertannen ein Krimi oder ist es eine Sozialstudie? Ja, das ist eine gute Frage. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Okay, gut, also wenn, dann guckst du auch eher dann amerikanische Krimis oder wie habe ich das jetzt so rauszuhören? Ja, genau, ich meine, die Grenzen verschwimmen ja, ne? Ich glaube, von dem findet man klar als Moment, Krimi. Nee, Entschuldigung, keine schlechte Ukraine-Witze, aber okay, ja. Oh, sorry, ja. Nee, also von dem, was man wohl klar als Krimi bezeichnen kann, bis hin zum Liam Neeson ist mal wieder der Ex-Militärtyp, der seine Tochter, Frau, Cousine irgendwo retten muss oder rächen muss, alternativ. Ja. Oder den Hund. Ne, verschwimmen die, also das ist ja ganz schnell beim Liam Neeson dann wieder, ne? Ja. erst neulich, genau, es war also
habe ich Widows gesehen oder deutscher, ja. Ein deutscher Sekundärtitel Tödliche Witwen. Ja. Der hat das ganze Konzept mal umgedreht, wo es wirklich dann um drei Frauen geht, die irgendwie noch nie eine Knarre in der Hand hatten und damit noch nie was zu tun haben, gehabt hatten und dann aber irgendwie das Ding selbst in die Hand nehmen und dann irgend so ein Ding drehen wollen und das dann auch mehr oder weniger gelingt. Und aber auch da spielt am Ende doch noch Liam Neeson eine tragende Rolle. Ja, nee, aber der war ganz gut. Und ansonsten muss ich aber ehrlich sagen, bin ich dann doch eher bei denen. Und was ich auch gern gucke, da ist aber auch wieder hier, verschwimmen auch die Grenzen, was ist Krimi, wann ist es einfach nur Actiongeballer? Ne? Mhm. So Filme wie jetzt, wenn es halt so um so Cops-Sachen geht. Wie heißt der mit Leo DiCaprio? Weißt du, wo auch Jack Nicholson mitspielt? Und Matt Damon. Das Shutter Island? Nee. Da sind die so Cops und keiner weiß genau, wer Ratte ist. Ja, genau. Der war nicht schlecht, aber ich komme jetzt gerade so Filme und so, ne? Wie er heuscht. Oder was habe ich neulich noch gesehen? Sowas wie hier, Klassiker natürlich, Heat, ne? Ja. Sowas finde ich dann geil, aber da wird halt auch dann viel geballert, sage ich mal. Aber auch da, egal wie viel geballert wird, auch da sind die Dialoge nicht so fürchterlich wie bei den Deutschen. Sorry, es ist einfach. Ja, so. Kann man halt drüber streiten. Also du hast jetzt Liam Neeson eben als Beispiel genannt. Bruce Willis ist ja fast das Gleiche in Unbehaart. Survive the Night habe ich irgendwann letztes Jahr geguckt. Ne? Der lief irgendwo auf Sky. Ne? Okay. Das war so ein Film, du hast die ersten 5 Minuten, also ohne dass du jetzt vorher gelesen hast, um was es geht, du hast die ersten 5 Minuten gesehen und hast eigentlich schon gewusst, genau wie es ausgeht, ne, und was jetzt da passiert in dem Film. Und das hat sich halt natürlich alles wirklich bewahrheitet und die Dialoge waren halt total platt und ja. Also das, weißt du, wo es, ja, okay, ja. Klar, Bruce Willis, ne? Bruce, war ich noch nie ein Riesenfan. Kennst du die Synchronstimme, also vom Hören, ne? Hast du direkt im Ohr, ne? Von ja, Bruce klar, Willis. Natürlich, ja. Ich glaube, es ist hier an dieser Stelle, mir kam nämlich gerade ein Gedanke, es ist mal wieder Zeit für die steile These. Und zwar, wann war denn das letzte Mal wirklich ein ordentlicher Kassenschlager mit Bruce Willis? Ist lang her, ne? Selbst dieser neueste oder aktuellste stirbt langsam, jetzt erst recht, oder wie heißt der, vierte, fünfte, keine Ahnung. War jetzt nicht der Oberkracher, ne? Ja, gut, wahrscheinlich noch halbwegs erfolgreich, weil halt stirbt langsam dran stand. Ja, gut, ne? Stirbt langsam 94 natürlich. Sin City, war das ein Kassenschlager? Oder ist das nur Sin City war noch ein guter Streif. Genau, aber nur dem ersten hat er mitgespielt, ne? Ja, beim zweiten auch. Beim zweiten auch? Okay. Ja. Das war Dame to Kill For oder so. Ne? Genau. Ja, genau. Okay, so, und das ist ja jetzt auch schon einige Jährchen her, das ne? Das sind immerhin 8 Jahre her, ja. Und richtig, Bruce Willis ist auch so ein Schauspieler geworden, den siehst du immer mal wieder in so Gammelfilmen, auch so Filme, wie du gerade eben beschrieben hast, und so Filme, die dann auch gar nicht ins Kino kommen oder so. Ja. Wo du dann irgendwann in deiner Mediathek des Vertrauens, egal ob es Netflix, sonst was ist, auf einmal so einen Bruce Willis-Film da vorne angezeigt hast und dich die Frage stellst, so, okay, habe ich noch nie von gehört. Wobei. Okay, der wurde letztes Jahr gedreht, keine Ahnung, war wahrscheinlich gar nicht im Kino. Wobei, und jetzt kommt die These. Ja. Gleichzeitig, wie auch Bruce Willis, quasi mehr oder weniger unwichtig geworden ist im Filmbusiness oder halt nicht mehr der zu den Großen gehört, ne? Mhm. In den letzten Jahren. Gleichzeitig auch seine Synchronstimme, ne? Die hörst du wirklich ja dann nur noch mittlerweile in irgend so komischen Rewe-Radio-Werbespots oder ist es Edeka? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das selektiv ist. Da sehe ich doch Herr Schellenberg, da sehe ich doch eine Parallele, oder? Das kann doch kein Zufall sein. Ich setze es mal auf meinen Schellenbergschen Notizblock. Ich glaube, das hängt eher damit zusammen, dass natürlich mittlerweile die Synchronsprecherindustrie anders, als das vielleicht noch früher mal der Fall war, also früher vor 30 Jahren oder so, erkannt hat, dass man markante Stimmen auch wirklich dort lassen soll, wo sie sind. Ne? Also es gab ja Maurice Aufschrei, als bei Jack Sparrow die Synchronstimme gewechselt hat. Ne? Weil es ja 2 Synchronsprecher mal für Johnny Depp gab. Ne? Ah ja, das gab es bei Will Smith auch mal am Anfang. Genau, und das hat sich dann irgendwann nur eingebürgert, dass dann doch nur einer es macht. Ne? Damit das so auch so unique ist, auch ganz im Deutschen. Genau, dann, ne? So, und David Nathan macht das ja meistens jetzt für
Johnny Depp, ne? So, und das ist das Problem natürlich, wenn, und dann kann man deine These ja gerade damit ja schon eigentlich bestätigen, aber auch dann nochmal quasi irgendwie auch widerlegen. Natürlich, wenn die Synchronstimme jetzt für Bruce Willis ist und der halt keine Filme mehr macht, die irgendwie, ne? So, dann bleibt nichts anderes übrig wie woanders, ne? Und das ist halt, die Stimme ist halt so gut, dass die von sehr vielen ja gebucht wird. Muss man ja sagen, ne? Ja, die ist ja, also die erkennst du ja wirklich sofort wieder. So, und gut, okay, aber ansonsten möchte ich nur eine Sache sagen, natürlich hat aber auch Bruce Willis in richtig guten Filmen mitgespielt und Sin City ist ja nur ein Beispiel dafür. Ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt der stirbt langsam Held, ne? Also Verehrer, ne? Aber Lucky Number 11 zum Beispiel ist super, finde ich. Echt, den fand ich ultra lame. Ich fand den ganz gut. Ich weiß nur, dass wir den mal beim DVD-Abend am Start hatten. Okay. Und haben, weil der auch so hochkarätig besetzt war und ja, so, ne? Ja. Und wir haben uns alle sowas von gelangweilt bei dem Film. Okay, interessant. Keine Ahnung. Aber ich erinnere mich daran noch, ja. Ich erinnere mich noch. Her, ne? Ist noch ein bisschen her, aber der war, glaube ich, auch recht erfolgreich. Ja, Four Rooms, den ihr ja nicht kennt. wobei, das ist, glaube ich, auch noch Four Rooms. Das ist nicht der von. Doch, das ist der, den ich meine, der von Quentin Tarantino. Nee, aber auch mit den Blocks gab es da nicht. Pulp Fiction. Also ja. Irgendwas mit Blocks, also nicht Four Blocks, das war doch, glaube ich, diese deutsche Berlin-Krimi-Serie da. 16 Blocks, aber... ja, genau. Obwohl, aber, wo er, den fand ich auch ganz geil, wo er diesen Kronzeugen da irgendwie ja, durch die genau, korrupten durch die, Cops da irgendwie genau, durchkriegen muss genau, und so. Ja. Wobei du hast mit vier Blocks gerade eben Beispiel genannt für eine deutsche Serie, die meines Erachtens auch ganz gut war. Hast du die gesehen? Ja. Und weil die wurde mir auch schon oft empfohlen. Ungefähr vor einem Jahr habe ich geguckt. Auf Empfehlung auch und ich muss sagen, ich wollte die auch mal gucken, also die wurde mir auch schon mehrfach empfohlen, ich dachte, das könnte ja mal was deutsches Krimi-Action-mäßiges sein, was vielleicht ganz okay ist. Ja, nee, war auch wirklich so. Gut, ein, zwei Sachen sind dann doch nochmal ein bisschen, naja, okay, aber insgesamt war es auf jeden Fall, wäre es auch eine Empfehlung. Ja, ansonsten, was auch so ein bisschen da reinpasst, aber natürlich auch die Action doch ein bisschen auch zu weit. Wobei es ist schon auch sehr kriminalistisch. Und zwar gibt es ja von Lee Child diese berühmte Jack Reacher Buchreihe. Killing Floor ist, glaube ich, der erste Roman. Da sind wir jetzt bei diesem Roman. Wir wollten ja differenzieren. Ja, genau, ich mache jetzt so den ersten zaghaften Schritt in die Richtung Literatur. Und da gab es ja diese Jack Reacher-Filme mit Tom Cruise. Die sind so... Ja, die sind ganz okay, Popcorn-mäßig, ne? Ja. Und auf Amazon läuft ja diese Serie jetzt, genau. Reacher. Ja. Und die habe ich gestern abgeschlossen. Oh, abgeschlossen, okay. Und ich muss sagen, die hat mir gut gefallen. Man muss irgendwie sich darauf einlassen, dass der Reacher hier, ich sag mal, das krasse Gegenteil zu Tom Cruise ist, der ja den Jack Reacher in diesen zwei Filme gibt's da gespielt hat. Weil der ist wirklich... Keine Ahnung, der Typ ist 2 Meter groß und 3 Meter breit, ja. Man reacht ihn nicht so einfach, ne? Der Reacher ist ja aber ein Typ, der dann auch, also der ist ja jetzt nicht wie The Rock oder so, der immer nur dann hau drauf, Kopf durch die Wand und wird schon passen. Mhm. Sondern der ist ja schon jemand, der so total intelligent und dann so kombiniert auch, so halt so krimimäßig und dann ganz schnell alles zusammenzählt und alle möglichen Details dann sofort sieht und dödödö. Und da musst du dich halt drauf einlassen, dass es halt nicht so ein kleiner, wuseliger Kommissar ist, der so, so kombiniert, sondern dass genau diese Details, die der alle zusammenfügt und dann so den Sachen auf die Spur kommt, ne, halt von so einem riesen Monster-Typ, der eigentlich auch ein Wrestler sein könnte. Ja, okay. Und es gibt mehr als eine Szene in der Serie, wo er mal wieder seine Klamotten wechseln muss. Und da haben die Serienmacher es doch auch immer wieder für nötig gehalten, dass dann auch durchaus klar zu zeigen, wie er jetzt von dem einen viel zu engen T-Shirt doch jetzt nochmal ins andere viel zu enge T-Shirt, das vom Bizeps gesprengt wird, wechseln muss. Ja. Wenn man sich auf das alles einlassen kann, ist es aber eine echt coole Serie. Also hat mir gefallen, ist auch sehr gut bewertet. Ja. Kann man mal sich gönnen, wenn man mal Langeweile hat. Ja, unsere Friseurin hat mir das gerade vorgestern empfohlen. Liebe Grüße an Laura. Und wir haben gestern Abend haben wir Archiv 81 abgeschlossen. Also die erste Staffel abgeschlossen, jetzt ist ja, warten wir auf Nachschub. Und haben dann aber zwischen Reacher und Rat der Zeit geschwankt und haben uns für Rat der Zeit entschieden. Und Rat der Zeit habe ich, ja. Ist
Kommt ihr rein oder ist eher so, ah. Ja, waren wir noch ein bisschen sperrig gestern Abend. Mal gucken, vielleicht gucken wir heute Abend die zweite. Weil ich hatte schon ein paar Mal so mit dem Mauszeiger oder mit dem Button davor gehangen, wie auch immer. Okay. Und dann auch nicht gemacht, ne? Und dann auch nicht gemacht, naja, genau. Dann so, na, lass mal nicht machen. Das ist so. Aber du kannst mir kurz, ich brauche deine Expertise als English Teacher. Wie spricht man ein Archiv nochmal auf Englisch aus? Archive. Doch, Archive, ja, okay. Das wäre auch meine Philosophie gewesen, aber habe ich nicht getraut. Okay, weil es müsste dann Archive 81 eigentlich heiße, weil es ist nämlich auf Deutsch geschrieben. Aber gut, okay. Also, ja. Okay. Jo. Okay. Ja, gut, okay. Reacher, ja. Hast du die Reihe auch gelesen dann? Oder? Nee. Ich lese ja, ich hatte das schon mal irgendwann. Ich lese ja nicht. Ne? Also dieses eine lustige Tagebuch Sonderedition hat mich so enttäuscht. Scheiße, lustiges Taschenbuch. So ein lustiges Tagebuch. Lustiges Tagebuch von Mickey Maus. Liebes Tagebuch, heute hat Pluto mal wieder einen ganz merkwürdigen Knochen vorbeigebracht. So, okay. ist nichts. Lustiges Tagebuch. Ja. Liebes Tagebuch, ich habe wirklich überlegt, mich von Mini zu trennen. So, ich muss da jetzt weg. Nee, ich lese ja also auch hier wenig im Krimi-Thriller, auch wenig Mystery oder so. Also meistens im privaten, wir armen Deutschlehrer, müssen ja viel auch nebenher auch für die Arbeit lesen. Ne? Ja. Da lesen so. Lese ich gerade mega Krimi, aber okay. Ja. Und ach so, ja, da sind wir. Aber da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ne? ich habe tatsächlich nur eine Reihe von Greg Hurwitz. Von dem fresse ich fast alles auf. Weil da habe ich diese Orphan X-Reihe. Da kommt auch gerade wieder ein neuer Teil raus. Da kommt auch, glaube ich, der erste Film. Und von dem fresse ich wirklich alles. Und das sind auch, glaube ich, immer so klassische Thriller. Also auch so im Sinne von der Familienvater entdeckt ein dunkles Geheimnis und jetzt hat er auf einmal irgendwelche Bad Guys, irgendwelche venezuelanischen, da hat er die Drogenmafia auf einmal am Hals, der eigentlich nur ein ganz normales Leben führen wollte. Und jetzt muss er gucken, wie er seine Familie vor denen rettet und dann gibt es natürlich auch noch irgendeinen Ermittler, der dann dazukommt, der ihm hilft. So Bücher schreibt er auch gerne, aber halt auch diese Orphan X-Reihe, da geht es halt um so einen Typ, der quasi aus einem was heißt Orphanage auf Deutsch? Waisenhaus, rausgeholt wird und dann für so ein Superprogramm, ne, der Superkiller, so ein bisschen wie Born Identity, kennt man ja. So ähnlich, kann man es vergleichen. So, und der steigt aus dem Programm aber aus und lebt dann so ein Einsiedler Dasein und hat dann einfach so eine Nummer, die man anrufen kann, nach dem Motto, wenn man Hilfe braucht, aber man kann nicht zur Polizei und so die Geschichte, ne? Also. Und trotzdem holt auch ihn seine Vergangenheit immer mal wieder ein. Und also das ist so die einzige Reihe, aber über die kennt man dann natürlich auch Lee Child, weil das ja so der Name da ist mit Jack Reacher und so. Ja. Der hat ja, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Jack Reacher-Bücher gibt, schon 30 oder so? Keine Ahnung. Aber ich wollte irgendwann mal auch Killing Floor lesen. Okay. Und, ja, aber das ist, wie gesagt, es ist schwierig. Ne? Ich habe den Anhalter, den hast du mir dankbarerweise zum Geburtstag geschenkt, jetzt halb gelesen. Teil 1, und zwar Callback zu einer der letzten Folgen, wo André ja so einen ganz praktikablen Lifehack getroppt hat, wie man etwas schaffen kann, wo man sagt, ich habe doch schon jetzt zu wenig Zeit, wie kann ich denn das noch schaffen? Willst du das noch mal kurz erklären? Nee, wie man da mit der Zeit arbeitet. Ich bin auf deine Weisheit jetzt gespannt. Nee, deswegen erklär mal. Der Lifehack ging doch so nach dem Motto, wenn ich sage, ich kann das nicht ganz schaffen auf einmal oder auch nicht jeden Tag so einen riesen Batzen oder so, aber so Portionchen, so mal hier 10 Minuten, ach so, ja, mal klar. Vier Seiten von dem Buch lesen. Ja, ja. Und auf dieses Prinzip habe ich zurückgegriffen von dir und so habe ich jetzt wirklich ohne dass es auf einem Nachttisch liegt, wo halt immer die Literatur in der Regel liegt, den halben Anhalter jetzt schon gelesen. Per Anhalter durch die Galaxis. Da ja auch die 42, ne, vor der 42, ob ich es schaffen werde, muss man gucken. Nee, sorry, ich habe ein bisschen im Vlog gestanden. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt auf irgendein Zitat aus dem Anhalter raus. Deswegen habe ich nämlich gedacht, du willst jetzt von mir hören, and always carry a towel. Aber du wolltest ja dann dafür. Ja, ja. Okay, alles klar. Ja, ja. Und irgendein Fisch, der einem ins Ohr reinschlüpft. Aber ja, darüber reden wir in Folge 42 natürlich. Genau. Worüber reden wir jetzt? Ich glaube, wir haben die Endrunde soweit erreicht. Ja, ich glaube, wir sollten langsam gucken, dass wir fertig werden.
Ich glaube, man sollte das Roman-Krimi-Thema vielleicht dann nochmal an anderer Stelle aufgreifen. Weil, ja, und das wäre natürlich auch nochmal ein Thema, wo wir eventuell auch für das Thema Krimi, Roman-Krimi oder Film-Krimi den lieben Thomas mit an Bord holen könnten. Genau. Ja. Thomas, wenn du das hörst, wenn das sag ist, mal melde dich. Melde dich. Bitte melde dich. Sonst müssen wir doch eine Folge über Aktenzeichen XY machen. Genau. Ja, können wir mal gucken. Das wäre natürlich interessant. Gut. Ja, dann gehen wir die Endrunde. Ja, von meiner Seite her habe ich nichts mehr. Ja. Damit, Herr von und zu Schellenberg. Ja, Herr Sturm, bitte. Auf zu neuen Fällen, ne? Ja. Bevor Sie davon schwimmen. Genau. Ich muss ja ab nächster Woche wieder arbeiten. Boah. Ah. Ich auch. Aber wir haben das schon gearbeitet. Du hast ja am Montag schon gearbeitet für die Schule. Ne? Stimmt, das war auch für die Schule. In den Ferien. Ich bin jetzt, also heute ist der 25. Februar und ich bin jetzt auch nicht mehr in Elternzeit. Es sind jetzt noch Winterferien, Faschingsferien, wie auch immer ihr die nennen wollt. Für uns arme, gebeutelte Deutschlehrer. Ja. Und deswegen passt auch das Zitat für diese Folge hier ganz schön rein, denn heute ist der 25. Februar, an dem wir aufnehmen. Und das ist der Tag des, weißt du es? Es gibt ja immer Tage für alles, ne? Tag der Tütensuppe und was weiß ich was alles. Tag des Zungenkusses. Es gibt jeden Quatschtag gibt es irgendwie, ne? So, und heute ist? Der 25. Februar ist auch ein solcher Tag. Und ich gebe dir das Zitat und dann sagst du mir hinterher, was für ein Tag heute ist. Okay. Okay. Heinrich von Kleist aus seinem wunderschönen Michael Kohlhaas. Ich, der mit meinem Haufen eben in einem Wirtshause abgestiegen und auf dem Platz, wo diese Vorstellung sich zutrug, gegenwärtig war, konnte hinter allem Volk am Eingang einer Kirche, wo ich stand, nicht vernehmen, was diese wunderliche Frau den Herren sagte, der Gestalt, dass, da die Leute einander lachend zuflüsterten, sie teile nicht jedermann ihre Wissenschaft mit und sich des Schauspiels wegen, das sich bereitete, sich sehr bedrängten, ich weniger neugierig, in der Tat, als um den Neugierigen Platz zu machen, auf eine Bank stieg, die hinter mir im Kircheneingang eingehauen war. So, was denn heute für ein Tag, André? Das ist der Thomas Mann, ich schreibe einen Satz über zwei Seiten Gedenktag. Ich schreibe einen Satz und das ist mein Roman. Genau, ja. Ja, es ist Tag des Schachtelsatzes. Es lebe der Schachtelsatz. Wir Deutschlehrer sagen auch gern Hypotaxe dazu, ne? Ja. Es lebe der Schachtelsatz. Wobei, und man hofft. Hyperhypotaxe, ja. Ja. Man hofft, dass wir als Krimi-Schauspieler, wir als Amateurschauspieler niemals solche derartigen Sätze in unserem Drehbuch drinstehen haben. Ne? Darauf habe ich geachtet. Stimmt, du bist ja Drehbuchautor und damit der Drehbuchautor. Haben wir es mal wieder geschafft. Ja. Juhu, wir gehen raus. Lange Folge. Dafür, dass wir es kurz machen wollten. Ja. Mal gucken, ne? Oh. Bum, bum, bum. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir raus. Eure Lieblingsleitwölfe, André und... Und Phil, ja, bleibt stabil. Genau, bis dann... Wie ein roter Stabilo, mit dem arbeiten wir ja gerne. So. Ja, zwangsweise. Gut, in diesem Sinne, tata und... Tüdelü, haut rein. Ciao. Ciao.